Hallo Tubis und willkommen zu Shelly will's wissen. Wir geben euch in dieser Folge ganz schnell 5 Tipps an die Hand, die sich auf das Layout bzw. die Hood-Elemente beziehen. Los geht's, Tipp Nummer 1. Und zwar, ihr geht ins Hauptmenü über die Systemkonfiguration und dort auf den, Reiter Anzeige. Hier geht es darum, dass wir euch noch schnell sagen wollten, dass wenn ihr das gesamte Hood-Layout auch größer haben wollt, weil ihr einen größeren Bildschirm habt, könnt ihr das hier rüber machen. Standardmäßig ist es auf 100 eingestellt, aber ihr könnt es auf 150 einstellen. Wenn ihr das macht, werden automatisch alle Elemente auf 150 vergrößert und ihr könnt auch sagen, dass die Standardgröße von jedem entweder 100, 110, 120 oder 140 sein sollte. Das als kleinen Tipp am Rande. Tipp Nummer 2. Und zwar, wenn ihr jetzt über das Layout alles eingestellt habt und ihr merkt während des Spielens auf einmal zum Beispiel das Inventar, oh verdammt, die Größe gefällt mir nicht so sehr, dann müsst ihr nicht unbedingt jedes Mal wieder über das Layout gehen, sondern ihr könnt es ganz einfach mit dem Controller machen. Und zwar, indem ihr, wenn ihr auf das Fenster seid, den rechten Bumper drückt, also R3, und dann wird das Fenster um 10% vergrößert, bis es auf 140 ist und springt dann auf die nächst kleinere Größe wieder zurück. Und das könnt ihr so oft machen, bis ihr die richtige Größe für euch gefunden habt. Das geht in freier Gesellschaft, das geht in jedem verschiedenen Tab. Probiert es einfach aus und jetzt kennt ihr den Schnellweg. Tipp Nummer 3. Wir können den Chat verschieben. Und zwar drückt ihr dafür L1 und, R3, also den rechten Bumper. Dann kommt ihr in den Mausmodus. Wenn ihr jetzt mit der Maus dann auf den Reiter allgemein geht und die L2-Taste drückt, dann könnt ihr den Chat greifen und verschieben. Und zwar dahin, wo immer ihr wollt. Also sehr praktisch, um das Layout noch besser anzupassen. Tipp Nummer 4. Und zwar geht ihr wieder über das Layout. Die Kommandomenüs anpassen. Und zwar haben wir nämlich vergessen zu sagen, wenn ihr hier auf das Kommandomenü, auf das Zahnrad geht, dann habt ihr dann auch noch die Möglichkeit einzustellen, ob ihr eine lange Zeile haben wollt, ob ihr es in Blocken haben wollt. Ihr könnt es also da auch noch weiter anpassen, so dass es noch besser sich in euer Bildschirm integriert. Tipp Nummer 5, die Minikarte. Wir haben 2 Einstellungen, die wir sofort an der Minikarte eingeben können. Und zwar drücken wir wieder den Mausmodus mit L1 und R3 und können dann einmal in die Karte weiter hinein oder weiter hinaus zoomen. Das ist die erste Einstellung. Die zweite Einstellung, die wir vornehmen können, ist, wenn wir mit L2 auf das Zahnrad klicken, dass wir entweder Richtung Norden immer standardmäßig ausgerichtet sind oder dass wir die Karte mitlaufend haben. Das bedeutet, sie dreht sich dann automatisch mit, sobald wir uns bewegen. So, das waren die 5 schnellen Tipps, mal eben am Rande. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen, wünschen euch viel Spaß im Spiel und auf ein baldiges Wiedersehen in Eosea. Eure Annie und eure Sheldora.